Im heutigen Video zeige ich euch zwei Reaktionen von Schwefel und Eisen. Warnung! Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Für diesen Versuch benötigen wir etwas Schwefel und Stahlwolle. Wir geben etwas Schwefel ins Reagenzglas und daraufhin noch etwas Stahlwolle hinterher. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch über dem Bunsenbrenner erhitzen. Man sieht, wie der Schwefel schmilzt und sich das Ganze langsam schwarz färbt. Und nach einer Weile brennt die Stahlwolle auf einmal durch. Hier reagiert sie aber nicht mit Sauerstoff. Das Eisen in der Stahlwolle reagiert mit dem mittlerweile gasförmigen Schwefel zu Eisensulfid. Bei diesem Versuch besteht die Gefahr des Zerbersten des Reagenzglases, weshalb ich von jeglicher Nachahmung abrate. Jetzt zeige ich euch nochmal den Versuch mit der gleichen Reaktion, aber dieses Mal als Pulvergemisch. Und weil ihr hierbei auch etwas lernen sollt, zeige ich euch jetzt noch, wie man sich das perfekte Gewichtsverhältnis für eine chemische Reaktion errechnet. Dafür werfe ich mal einen Blick in die Reaktionsgleichung des Versuches. Wir wissen, es wird Eisensulfid entstehen. Also ein Eisenatom und ein Schwefelatom reagieren miteinander. Heißt, wir müssen dafür sorgen, dass von jedem Element gleich viele Atome da sind. Dafür reicht es nicht, die Stoffe im 1:1 Volumenverhältnis zusammenzumischen. Hier muss man mit der molaren Masse arbeiten, welche man von jedem Element im Periodensystem nachlesen kann. Diese liegt bei Schwefel bei ca. 32 Gramm pro Mol und bei Eisen gerundet ca. 55,85 Gramm pro Mol. Da der Anteil beider Elemente in der Bindung gleich groß ist, brauchen wir von jedem dieser Elemente also 1 Mol. Das heißt einmal also 32 Gramm Schwefel und 55,85 Gramm Eisen. Um das Gewichtsverhältnis erhalten zu können, müssen wir das Ganze jetzt noch umrechnen. Also das Ganze durch 32 nehmen und das Ergebnis ist auf 1 Gramm Schwefel ca. 1,75 Gramm Eisen. 1:1,75 ist hier also unser Gewichtsverhältnis. Ich benutze für diese Reaktion 20 Gramm Schwefel. Also brauche ich laut der Formel, die ich gerade errechnet habe, 35 Gramm Eisenpulver. Die Schwefelklumpen im Gemisch zerkleinern wir jetzt noch und mischen daraufhin alles ordentlich durch. Anschließend kann man es entzünden. Und wir haben die gleiche Reaktion wie vorhin, welche meiner Meinung nach dieses Mal wesentlich spektakulärer aussieht. Aber welche fandet ihr besser? Schreibt's mir in die Kommentare. Ach ja, das würde übrigens passieren, wenn man diese Reaktion in einem Keramik- oder Glasgefäß ablaufen lassen würde. Dieses konnte den Temperaturunterschieden nicht standhalten und zersprang einfach. Aufgrund der Gefahr, dass bei schlechtem Mischen oder Schwefelüberschuss eventuell noch zusätzlich giftiges Schwefeldioxid entstehen kann, rate ich ebenfalls von der Nachahmung dieses Versuches ab. Aber dafür wisst ihr jetzt, wie man die richtigen Mengen für eine chemische Reaktion ermittelt. Auf die Idee, das in ein Video einzubauen, hat mich der Kommentar eines Abonnenten gebracht. Danke dafür. Ich liebe es immer wieder, tolle Vorschläge von euch zu lesen. Auf diese Weise werden meine Videos immer professioneller und ich kann wissen, was euch gefällt. Wenn ihr noch eine Idee für ein Video habt, dann schreibt sie mir jetzt in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schaue dir noch unbedingt mein Video an, in dem ich Magnesium und Aluminium mit Schwefel reagieren lasse. Und vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und den Abo-Knopf zu drücken, um kein weiteres Experiment mehr zu verpassen.